Servus, meine elfischen Brüder, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir sind mit den Dunkelelfen am Start und wir haben den Ring der O bereits angelegt. Und wollen ein paar Waldelfenwilden die Finger verklopfen. Und wir haben eine relativ schwache Frontlinie dabei aus drei Schwertkämpfern hier mit ihren Silberschilden. Dann haben wir noch einmal die Korsaren der Schwarzen Arche. Und wir haben hier hinten einmal die Hexenkriegerinnen zusammen mit der Schwarzen Garde von Nagarond und einer Einheit Speerkämpfern, die hier ein bisschen auf uns aufpassen sollen, auf unsere beiden Speerschleudern. Wir haben Malekith dabei auf einem Drachen und wir haben zwei Einheiten Kavallerie dabei, zwei Echsenreiter. Ich denke mal, die Echsenreiter müssten mit den Ich denke mal, dass die Echsenreiter eigentlich mit den, wie heißen sie denn jetzt? Die Wildreiter, mit denen müssten sie eigentlich fertig werden, denke ich mal. Und, mal sehen, also unsere Frontlinie wird wahrscheinlich ziemlich versagen. Das wird sich jetzt dann rausstellen. Müssen wir mal sehen jetzt. Also unsere beiden Kavallerieeinheiten sind ja auf den Flanken. Bisschen versteckt, ist eigentlich immer gut. Eigentlich, wisst ihr was, ich will eigentlich gar nicht, dass diese schwarzen Reiter hier so weit weg sind. Eigentlich will ich lieber, dass... Ach nee, ich lasse sie mal da hinten. Weil ich habe halt jetzt gerade noch den Gedankengang gehabt, entweder ich tue halt die schwarzen Reiter hier hinten hin, falls er seine Bögen hinter seiner Frontlinie hat, aber oftmals sieht man ja bei den Waldelfen auch so Vorhutaufstellungen mit einen Vorhut aufgestellten Bogenschützen und da hätte ich dann lieber gerne, dass die schwarzen Reiter irgendwo hier vorne sind, dass ich die gleich überrennen kann. Aber mal sehen. Mit Malekith haben wir den Frostwind dabei, den Blitz des Verderbens und Seelenräuber. Gegen den Drachen ist der Blitz des Verderbens und dann wollen wir mal sehen, wie das jetzt so ausgeht. Ich stelle mich jetzt diesmal so mit der Kamera so ein bisschen so auf, damit ich sehe, was mein Gegner so macht. Und meine beiden Flanken besser im Blick habe. Hier, wir sehen hier hinten bereits eine Einheit Wildreiter, die könnten wir wahrscheinlich dann fangen mit unseren Echsenreitern hier drüben. Dann hat er eine Frontlinie aus Triaden und hier Kampftänzern dabei. Das sieht man in letzter Zeit häufig bei den Dunkelelfen. Und er hat noch eine Einheit Bannwaldläufer. Interessant. Ich weiß gar nicht, wie sich die Bannwaldläufer so gegen meine Truppen zu schlagen. Okay, wir fliegen mit Malekith mal hier rüber. Und ich will mit Malekith allerdings ein bisschen aufpassen, weil Malekith überschätzt man leicht mal. Dass der einfach... Der hält nicht so viel aus, wie man es erstmal meinen würde. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Magie anwenden auf unseren Gegner. Ja, wir ballern einfach Magie jetzt raus, wie es was geht. Wir können hier schon mal einen kleinen Zauber anwenden auf die Kampftänzer hier. Hat schön Schaden gemacht, das war ganz gut. Und kriegt er noch mal einen Blitz des Verderbens drauf. Das ist auch sehr schön. Hier können wir schon mal angreifen. Ebenso hier drüben. Und hier. Unsere Korsaren gehen wir hier durch. Und ich würde mal fast sagen, ich bleibe mit denen noch ein bisschen weiter hier hinten. Mit der schwarzen Garde. Hier kommen wir jetzt schon mal darum. Und unsere schwarzen Reiter kommen wir hier rüber. Und ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass wir jetzt halt hier ganz schön eins auf den Deckel kriegen werden im Frontlinienkampf. Deswegen passe ich da mal wenig auf und bringe die schwarze Garde erstmal so hier vor, damit sie dann besser reagieren kann. Unsere Death Hack hat keine Zauber dabei, die geht auch so klar. Wird jetzt aber auch schon ganz gut zerschossen. Ist ein bisschen gefährlich. Ich brauche einen Malekith wieder hier vorne. Hier können wir jetzt mal seine ekelhaften Bogenschützen vernichten mit unserer Kavallerie. Und unsere schwarze Garde hält die hier auf. Hier kommen unsere Hexenkriegerinnen mal rein. Ich würde jetzt gerne mal fast... Ich mache mal einen Drachenatem auf seinen Drachen. Und er kriegt noch einen Doombolt hier drauf. Hat er ihn jetzt schon gecastet? Ja. Dann kriegt er hier nochmal einen Wind drauf. Und mit Malekith können wir jetzt auch mal
irgendwo landen im Grunde genommen, weil ich glaube, seine Bogenschützen wurden schon ausgeschalten. Und jetzt können wir mit unserer Kavallerie auch schön in den Rücken chargen. Das ist wunderbarst. Wo brauchen wir sie denn am ehesten noch? Hier hinten. Hier, da können wir seine Reiter ganz gut vernichten. Das gefällt mir sehr gut. Die Speerträger hier werden jetzt leider zerstört werden. Und ich schieße jetzt mal mit meiner Speerschleuder hier auf seinen Drachen. Hier können wir mal einen kleinen Frostwind casten. Sehr schön. Und mit Malekith greifen wir jetzt mal erstmal noch einen Drachenatem auf seinen Drachen. Aus nächster Nähe den Drachenatem drauf geballert. So, hier wollen wir nur aufpassen, dass... Achso, das sind ja gar nicht die Echsenreiter, das ist okay. Wir müssen mit den Echsenreiter nur aufpassen, dass wir nicht in Rage-Modus kommen. Hier unterstützen wir mal die Echsenreiter hier drüben nochmal mit dem Kampf. Die geflüchteten Truppen kommen zurück. Malekith verfolgt hier seinen Drachen. Er netzt uns jetzt hier, okay. Bam, da haben wir nochmal einen kleinen Atem gecastet. Dann kriegt ihr nochmal einen Doombolt drauf. Ich mag den Doombolt irgendwie, ich finde den irgendwie nicht schlecht. So, die stärkste Gefahr, die er jetzt noch hat, sind eigentlich seine Bogenschützen und seine Bannwaldläufe hier hinten. Bam. Und nochmal ein Drachenatem, wunderbarst. Sehr schön. Und ich glaube, dass es das jetzt bald gewesen sein müsste. Mit unserem Gegner. Sein Held wurde schon durch die Magie ziemlich zerstört. Und was gut war, dass wir jetzt unsere... dass wir Malekith beschützen konnten vor seinem Bogenfeuer. Weil das ist immer so ein bisschen die größte Gefahr, die man hier hat in dem Kampf gegen die Waldelfen immer. Hier können wir mal einen kleinen Frostwind nochmal wagen. Weil wir... Ah, okay, und da gibt er auf. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das Replay an. Von den Kills her, von den Schwertkämpfern war klar, dass sie gegen die Kampftänzer richtig abstinken werden. Und gegen die Dryaden, wobei, naja doch, die Dryaden und die Kampftänzer sind eine ziemlich gute Kombi. Die machen halt extremen Schaden, aber halten halt nicht lang aus. Und ich finde halt, so das Matchup gegen solche Truppen wie die Düsterschwerter, dafür sind die halt eigentlich gedacht, deswegen... Kommt drauf an, eigentlich das beste Ziel für diese Kampftänzer sind eigentlich die Speerträger, eigentlich kann man sagen. Wobei diese Jungs hier noch wenigstens ein bisschen Schaden an denen machen. Aber ist okay. Oh, die Speerschleudern haben sich kaum gelohnt, Alter. Okay, ich weiß nicht, ich experimentiere mit den dunklen Elfen immer noch so ein bisschen rum. Spiele ich eigentlich fast nie. Aber wenn ihr so eine Frontlinie hier bringt, dann sollte man meiner Meinung nach immer noch irgendeinen General im Nahkampf oder irgendeinen Offizier im Nahkampf dabei haben. Weil die sonst einfach zu schlechte Moral haben und dann auch immer gleich abhauen und so. Und so mit so einer Todeshexe, die hier hatte jetzt auch noch dieses Schwert da dabei, diese Eisklinge, die ja noch -5 Nahkampfangriff nimmt, ist jetzt wahrscheinlich gegen so einen hohen Nahkampfangriff wie bei den Kampftänzern gar nicht so wichtig. Aber wenn er jetzt zum Beispiel eine Frontlinie aus Speerträgern gehabt hätte, wie zum Beispiel den der ewigen Wache halt da, diesen Speerträgern eben, dann hätte es auf jeden Fall gebracht. Oder auch bei diesen, weil die werden ja auch oft gern mit den Baumstraten kombiniert. Und die Baumstrate sowie auch die Speerträger haben ja jetzt nicht so den besten Nahkampfangriff. Die sind ja eher zum Halten da so gedacht. Okay. Gucken uns nochmal die Armee meines Gegners nochmal genauer an. Weil ich kenne Schneeleopard, also Snow Leopard heißt ja mein Gegner hier. Der ist eigentlich ein relativ guter Spieler. Und auch sein Bild ist jetzt nicht schlecht auf jeden Fall. Die Dryaden und die Kampftänzer sind schon eine sehr potente Nahkampftruppe. Die Bannwaldläufer hier auch. Wobei bei den Bannwaldläufern, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob die sich wirklich so lohnen. Und jetzt, was ist denn hier eigentlich gewesen? Warum machen die so wenig Schaden an den Dryaden? Ach so, die sind auch noch mit Goldleveln, die Dryaden. Haben die hier auch Goldlevel? Nee. Übrigens, das ist ja sehr beliebt momentan mit den Goldleveln, also eure Truppen hochleveln. Wird wahrscheinlich beim nächsten Patch, wenn die Tomb Kings rauskommen,
nicht mehr so effektiv sein, weil CA gesagt hat, dass die wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern die werden auf jeden Fall die, diese Level-Schritte dann verändern, dass es nicht mehr so effektiv sein wird, die, Einheiten hochzuleveln. Aber ich muss sagen, diese Speerschleudern, die haben sich jetzt irgendwie nicht so wirklich rentiert. Die haben zwar schon getroffen und so, aber guck mal, die machen irgendwie nicht so wirklich viel Schaden. Ich hätte natürlich jetzt auch nicht auf die Kampftänzer hinschießen sollen, sondern auf die Bannwaldläufer, das habe ich vercheckt. Das war ein Fehler von mir. Todeshexe würde mich auch mal interessieren. Er hat sie natürlich jetzt richtig gefokust, die Todeshexe. Da hat er wirklich viel Wert drauf gelegt, die zu töten. Ist, macht auch Sinn, auf jeden Fall. Und ich nehme halt gegen die Waldelfe immer ungern diese Dunkeldornen mit. Also diese Armbrustschützen der Dunkelelfen. Weil die einfach eine zu schlechte Reichweite haben. Und das war eigentlich eine ganz gute Taktik hier mit den Hellebarden hier, mit der Schwarzen Garde. Einfach so als Stöpsel überall da, dort wo dann die Linie bricht, kann man dann diese schwarze Garde reinschicken. Und die machen halt dann diese Kampftänzer richtig platt. Einfach aufgrund ihrer hohen Rüstung. Die haben ja, glaube ich, 100 Rüstung, ja genau. Und, ist schon ganz gut. Ach übrigens, außerdem noch, der Drachenatem wird wahrscheinlich auch genervt werden von allen Drachen. Ihr habt ja bestimmt, vielleicht habt ihr die Patch Notes schon gesehen. Die Drachenatem werden auch genervt werden. Finde ich auch gut, weil die sind momentan meiner Meinung nach zu stark. Also wenn ihr irgendwie so eine Einheit Henker von Haganeth oder so one-shotten könnt mit dem Drachenatem, dann ist es schon wegen derbe. Hier ist er jetzt mit den Speeren durchgekommen. Wir konnten ihn allerdings hier mit unseren mit den Hexenkriegerinnen hier abfangen. Und die Hexenkriegerinnen, die zerschnetzeln natürlich solche Speerträger hier. Wie die Sau, also die Speerträger haben da gar keine Chance gegen die. Da haben sie echt ein Problem. Weil die haben halt, wie gesagt, nur 40 Rüstung. Und die Hexenkriegerinnen, die machen halt durch ihren hohen Nahkampfangriff und ihren relativ hohen Waffenschaden solche Einheiten richtig platt, während sie selber relativ wenig Schaden von denen nehmen. Also da sind die natürlich optimal geeignet. Eigentlich sind die nur dabei, um Kavallerie zu binden, aber es hat sich natürlich jetzt in dem Fall auch gelohnt. Trotzdem. Was man bei dem Bild meines Gegners vielleicht sagen kann, ist, dass er vielleicht ein bisschen wenig Truppen zur Verteidigung seiner Bogenschützen dabei hatte. Er hat hier mit den Speerträgern flankiert, was vielleicht nicht so eine super tolle Idee war. Und ich frage mich aber auch, wieso die Schwarze Garde hier schon so viel Schaden genommen hat. Die haben noch 45 von 75 Mann, naja, okay. Die Mannstärke ist eigentlich noch immer wichtiger fast als die HP, oft, also gerade im Late Game. Aber ihr seht schon, wie viel Schaden dieser Doombolt macht. Der war nicht mal overcastet. Und der macht schon trotzdem guten Schaden an dem Fürsten hier von den Waldelfen. Drachenatem war jetzt von mir jetzt hier auch nicht optimal eingesetzt. Sollte man ja wahrscheinlich, glaube ich, meines Wissens nach eher gegen dicht gepackte Infanterietruppen schicken. Aber ich denke mal, gegen die Drachen macht es auch nicht so schlechten Schaden unbedingt. Und hier sehen wir jetzt natürlich die Schwäche von diesen Kampftänzern und Dryaden. Das sind ja beides Damage-Dealer-Einheiten. Und das machen sie auch sehr gut, Schaden austeilen. Aber die machen halt einfach nicht so, die sind nicht so, die bleiben nicht so lange im Kampf. Die gehen dann ganz schnell drauf, wenn die in langgezogenen Nahkämpfen sind. Und schaut euch mal die Kills von den Speerschleudern hier an. 3 und 9 Kills ist ja lächerlich wenig. Ich glaube, ich muss mit denen mal noch ein bisschen mehr experimentieren. Ach ja, wir hatten hier noch die Korsaren der Schwarzen Arche dabei. Auch eine gute Wahl gegen die Waldelfen. Na gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.